wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 21, der Dennis spielt das. Wir stehen heute mit unserem Güterzug in Andernach und sollen diesen nach Koblenz-Lützel bringen und werden das natürlich auch tun. So. Und dies ist der erste Teil aus der dreiteiligen Reihe von Fair System Sound Design. Und fahren ja eine VRB R151. So. So, noch schnell die Coke öffnen und dann kann ich mich Abfahrt bereiten. Hier der FDL Andernach. Hallo, und hier der 50766. Stehe in Andernach Richtungsgleis 1 und melde mich abfahrtbereit. Alles klar, habe verstanden. Muss dich aber noch einen Augenblick gedulden. Vor dir müssen noch zwei durch. Danach kannst du aber los. Ich wünsche noch eine gute Weiterfahrt. Tschüss. Danke dir und tschüss. Ja, ihr habt es gehört. Wir warten, lassen jetzt noch zwei Züge durch. Und dann soll es losgehen. Warum hier teilweise keine Gleise liegen, kann ich leider gar nicht sagen. Bitte dies zu verzeihen, aber ich kann es leider nicht sagen. So, dann sollten wir auch gleich los dürfen, würde ich sagen.
Ah, einer kommt noch. Einen müssen wir noch durchlassen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von draußen an. Gesagt, warum hier teilweise keine Gleise sind, ist mir schleierhaft, kann ich leider nichts zu sagen, aber ja, weiß ich nicht warum. Vielleicht habt ihr eine Idee, die Kommentare damit. So, dann wollen wir mal ein bisschen aufschalten. Weil wir ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Schauen wir mal. Setzen wir uns hier mal so ein bisschen hin und spotten.
gesagt, es ist ein mehrteiliges Paket von Persistent Sound Design. Und ja, das ist wie gesagt der erste Teil. Schöne Lok, wie ich finde, die BR155. Also alt, aber schön. Und ja, immer noch sein Dienst. Aber wie gesagt, warum wir die gleichen nehmen, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Das leider immer noch im TSW gewohnt. Da ist es ja mit dem Fahrschalter und der Bremse komplett anders.
schon gemacht für Instagram, würde ich sagen. So, knappe 2 Kilometer noch. Gelbes Vorsignal. Da sollten wir noch mal ein bisschen bremsen, würde ich sagen. So, dann speichern wir mal kurz ab. Hallo, und hier der 50766. Und hier FDL Koblenz Witzel. Du, ich habe da mal eine Frage. Deine Zuglänge wurde mit 365 Metern angegeben. Ist das korrekt? Ja, genau. Die Zuglänge beträgt 365 Meter. Ah, okay, alles klar. Werde dich denn auf Gleis, Gleis 2 Nord abstellen. Ansonsten habe noch etwas Geduld. Ich habe noch einen Zug vor dir, der muss raus. Danach geht's gleich los. Danke dir und tschüss. Und tschüss. Aber natürlich lassen wir den Zug vorher durch. Das war die letzte.
So, weiter geht's. Natürlich wollen wir an den richtigen Punkt anhalten. So, nun wollen wir die Lok noch
bringen, beziehungsweise zur Abstellung bringen. Auch das werden wir tun. Ist noch verweigert, dann fahren wir mal vor. Hier fährt Koblenz-Lützel. So, hier ist die Lok von 50766 auf Koblenz-Lützel, Gleis 2 Nord. Ich würde gerne in die Abstellung fahren. Also, du sagst, die Lok soll in Abstellung. Warte mal kurz, ich muss mir überlegen, wo ich dich hinstelle. Ja, pass auf, ich gebe dir die Rangierfahrt bis Gleis 11. Wenn du auf den Zwerg zufährst, der schaltet dann um und der gibt dir dann 2 Helle. Alles klar, danke dir. Alles klar und tschüss. So, das war das.
Gut gemacht. Fortsetzung mit Teil 2, ja. Und damit endet dieses Szenario und auch unser Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, nach oben da, lasst ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Und ja, wir sehen uns dann wieder mit Teil 2. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt gesund. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny, euer der Danny Spieters.